Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Wuthering Wave. Ich war jetzt ein paar Tage nicht um. Aber trotzdem habe ich etwas weiter gespielt. Leider etwas schade, dass ich nicht die Story weiter gestreamt habe. Weil die Story ist richtig geil. Zumal wir erfuhren, wer Yue ist, wer der Rover genau ist. Wir fangen heute wieder ganz basisch an mit der täglichen. Wir nehmen Chiron wieder. Nee, Chiron lassen wir noch drin. Weil wir da noch den einen Gegner farmen gehen. Für den Lin. Sagen wir nicht nein. Zack. Ich weiß gar nicht, ob ich gestern die Anmeldung fürs Post genommen hatte. Ist auch nicht schlimm. Wir müssen den Roboter platt machen für jeden. Gott sei Dank ist es heute nicht so warm. Gut. In meinem Zimmer ist es immer etwas wärmer durch meinen PC. これでどう?
Mensch, der hat mir richtig Schaden ausgeteilt. Ah, Gott sei Dank, ich hab gestern genug gesammelt. Ich gehe mal hier mal in die Hauptstadt zurück. Da kann ich hin Linf heute leveln. Also statmäßig 1725 Angriff. Mal schauen, was wir nach dem Leveln haben. Ja, moin. Ja gut, ich muss unbedingt die Quitte etwas runtersetzen bei Yinlin. So. Das nächste, was ich bei ihr leveln muss, ist ihre Fähigkeiten. Dafür muss ich nochmal den Endboss klatschen. Ich brauche noch drei Federn. Definitiv, weil jetzt, wenn ich die restlichen Talente hochlevel, dann hat sie über 100% Quitte und das ist einfach viel zu viel. Ich muss da sowieso noch mit den Echos schauen, da etwas rumzubasteln, dass zumal ihr Crit Damage besser wird. Weil der ist knapp bei 180, glaube ich, oder ja, nicht mal 169. Ich muss definitiv den Wert hier hochheben. Ja, dann gehen wir jetzt den Endboss klatschen. Definitiv. Ich habe nicht gesehen.
Definitiv, also seit ich jetzt den neuen das neue Level erreicht habe, die Gegner sind zu stark geworden. Ja, Quatsch, ich wollte es nicht nochmal machen. Dann habe ich jetzt bekommen 2 Stück, das ist gut. Muss ich die hier noch sammeln? Gib mir Gold. Nee. Gib mir Gold. Nee, wieder nichts. Hello.
So, die Wellenplatten hatten wir dann alle verschwendet. Dann schauen wir mal, was wir da zusammen basteln können bei der Synthese. Glückwunsch! Welcher Charakter machst du jetzt als nächstes? Ja. Wigner ist noch auf Level 70 und die Talente müssen noch hoch. Ja, ich mache jetzt zuerst Yinlin, danach werde ich Kalsharo fertig machen. Später kommt dann Jian. Und zum Schluss mache ich Firina. Firina ist so, wie sie jetzt ist, richtig gut. Danach mit dem Aufleveln wird sie definitiv noch mehr heilen als vorhin. Also da kriege ich ja sowieso nochmal die 8,4% Heilungsbonus dabei. Plus ihr Angriff wird sich nochmal erhöhen. Sie heilt jetzt ja schon um die 2000. Wie viel ist überhaupt hier Heilungsbonus momentan? Ja, sie hat einen Heilungsbonus von 39,1. Also das ist schon richtig heftig. Ich wäre froh, wenn ich mehr Glück hätte mit den Echos für Gian, weil Gians Crit-Rate ist richtig scheiße. Crit-Schaden bin ich soweit zufrieden mit den 262. Aber Crit-Rate so um die 60% wäre geil. Mit den Echos hast du sie so bekommen, wie du sie brauchst. Richtig stark. Oh, geil. Das lobe ich mir wieder ein paar Pools. Wie viel fehlt mir überhaupt noch für den nächsten Pool zu machen? Ich hab 4. Also 4 Pools. Muss ich noch etwas sammeln, dann kann ich ein 10er Pool machen. Wie lege ich mit dem Pity? Ja, 55 Puls bin ich.
Richtig heftig. Wenn der Jüngling ins Auto skillt 100 Mal. Gehen wir jetzt wieder zurück. Haben hier noch ein paar Quests zu machen. Ich glaube, ich werde zuerst mal alle Teleporte machen. Das finde ich auch. Also, es ist jetzt keiner, der richtig schlecht ist. Es geht eher, was man am liebsten spielt. Ich kann hier wieder Kalsharurin setzen. Bin ich stumm? Ich bin beim garantierter Pity. Ich habe ja bei 50-50 habe ich ja Verina nochmal gezogen. Wobei ich mich da nicht beschwere, weil wenn ich das Glück habe, sie nochmal zu bekommen, irgendwann, dann kriege ich hier nochmal die Heilung hochgesteckt. Hier gibt es eine Glocke. Und eine Kiste. Die ist da. Wo habe ich die? Ja, die habe ich und das ist die Kiste, die da ist. Also, wenn ich Pity verliere, also den 50-50 verliere, dann wünsche ich mir entweder Calcharo oder Verina. Wenn das passiert, dann ist es für mich kein verlorener 50-50.
eigentlich hier andere Sachen bei dem? Oha, geil, neue Rezepte. Nehme ich doch mit. Und natürlich die Teile nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Oh, hier gibt's eine Glocke. Unten, aber hier gibt es noch eine Glocke. So, wo stehe ich? Die Glocke. Ne, die ist woanders. Die andere Glocke. Mensch. So, die Glocke hätten wir dann auch. Und hier unten haben wir direkt eine nächste Glocke. Ja, dann viel Spaß beim Fußball schauen. So, wo ist denn hier die Quest? Ist die über mir? Ja, denke ich auch. Schreibt mir denn jetzt? Moin, Herr Milani. Wie ist es? Hoffentlich mal gut, ja? Doch schon lange her.
So, dann, ich bin wieder da. Und bekam eine Nachricht, die musste ich aber noch bearbeiten. Nächstes. Ich hatte hier was Liedermes gesehen. Oder? Nö, ich hab's geglaubt. Oben. Ja, das habe ich gemacht. Das habe ich auch gemacht.
Das ist gut zu wissen. Also ich denke, wenn wir in Hundenbach kommen, dann froh machen sie sich auch mal der. Und dann, ja, da kannst du uns dann weiterhelfen, was wir von brauchen. Und dann, ja, und dann machen wir es mal hoch, Peter. Das ist besser wieder, dass sie nicht immer gepickt sind, ob sie machen. Und an die Kleinen geht nicht immer die Kapitel, weil das ist schon eine große Jungen gehen. ジロジロ見すぎ。 なかなかいいんじゃない？ ターゲット確認。 Die Schlange, alles. Hm.
So, die Kiste hätten wir auch. Dann hier oben haben wir noch eine. Mensch, die tollen Damagers. Dann gehen wir hier. Noch hier auf dem Felsen was. Ah, okay. Gibt's noch hier eine Kiste? Das müsste genau, nee, etwas hier. Ah, hier. Ah,
Heftig, einfach eine Crit Rate von 115%. Scheiß Geflügel. Bevor soll ich hier bitte. Die ist im Wasser, die Kiste. Da ist sie. So, die hat den Füttern auch. Aber wenn ich schon hier in der Gegend bin, mache ich die alle von der Stadt. Hier vorne soll auch noch eine sein. Dann hatte ich die Stadt auch fertig. Ah, die ist beim Turm. Die sieht mir ganz danach aus, dass die ganz unten ist. Ja. Müsste die hier sein? Ja. Dann direkt hinter mir soll eine sein. Ja. So, die hatte ich auch. Dann gibt es eine Schlange hinter mir. Aber wo?
Oh. Ah, das ist die hier. Schlange hätten wir auch. Das gehört zu einer Nebenquest. Sicher für dieses Ding zu bedienen. Aber gut, die Nebenquest mache ich später. Für mich geht's weiter mit den Kisten sammeln. Es gibt noch eine in der Stadt. Also es gibt mehrere noch in der Stadt, aber hier vorne soll noch eine sein. Die nehmen wir mit. Was kann man da hier machen? Na, bei ihr gibt man die Glocke ab. Nur ein paar Rezepte, das ist geil. Das heißt, ich kann mein... Wo ist der? Nee, Inspektro. Konvertieren. Resonanzbefreiung wird um 40% erhöht. Geil. Wo ich mir die Frage stelle, ist, wenn wir dem... Ah ne, jetzt sehe ich gerade. Das finde ich ein bisschen dumm. Dass man nicht separaten Klassen für den... für den Rover machen kann. Eigentlich wäre es klug, den auf Basis einzustellen. Man könnte ihn natürlich auf eine spezifische Kraft hochleveln. Aber am einfachsten wäre es, wenn wir den mit dem basischen Set hochleveln. Oder den Endlos. Weil der hebt die Angriffskraft.
weil da wäre er neutral gebaut für alle Gegebenheiten. Ich denke, ich werde den auch leveln. Aber nachdem wir mal unser Main Team oder unsere Main Leute Kalsharu, Yinlin, Ferina und Jian fertig haben, werde ich mich dann um den guten Rover kümmern. Wenn ich jetzt Yinchen ziehen würde, werde ich sie nicht direkt leveln, außer ich habe nichts Besseres zu tun, dann werde ich es machen. Weil ich möchte die Ressourcen behalten für die für Shangli. Die will ich unbedingt ziehen. Wir haben wieder ein paar. Eigentlich hätte ich jetzt genug für einen Zehner, oder? Ich denke schon. Okay, dann versuchen wir unser Glück. Wort mit X, das war wohl nix. What the fuck, ich habe einfach mal dreimal Lila gezogen und dreimal Charakter. Ja, sie habe ich ja sowieso ja schon fertig. Was hier freut mich. Cashback ist am Start. Das freut mich. Schaden von Luftangriff Federfreigabe wird um 95% erhöht. Das ist heftig. Ich denke auch hier im Game sind die lilanen Charakter auch wesentlich stärker wie jetzt im Vergleich zu Genshin. Bei Genshin sind nur verschiedene Charakter, die man auch im Endgame richtig nutzbar sind. Die anderen sind alle useless größtenteils. Also wie sieht es hier aus? Sie finde ich eigentlich als Heiler geil wegen ihr letzter Stat. Also die letzte Konstellation. Ne, es ist nicht die zweitletzte Konstellation. Wenn ein Teammitglied ausgeschaltet wird, während Bashi im Team lebt, wird es sofort wiederbelebt und sein LP auf 100% ihrer maximalen LP wiederhergestellt. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Minuten ausgelöst werden. Das ist ein richtig heftiger Effekt. Also hier fehlen noch 3 Konstellationen. Ihm fehlt nur noch eine, fertig, Shixia noch 3 und Mortify fehlt noch sehr viel. Mortify, was macht er als letztes? Wenn Resonant-Befreiung gewaltvoller Finale eingesetzt wird, erhöht sich der Angriff aller Teammitglieder um 20% für 20 Sekunden. Also, der hat ja ein übelst heftiger Buff zum Schluss. Wenn der Resonanz-Skill leidenschaftliche Variation oder Resonanz-Skill Wutfuge ein Ziel trifft, werden koordinierte Angriffe ausgelöst. Um 4 Makato-Treffer der Resonanzbefreiung abzufeuern und Fusionsschaden zu verursachen. Der Schaden des auf diese Weise abgefeuerten Makato der Resonanzbefreiung wird um 50% reduziert. Okay. Also seine letzte Konstellation ist Maschine. Das ist aber im Rover die letzte Resonanzskills, Resonanzhieb oder Resonanzskills, Resonanz
Schläge reduzieren die Spektroschadensresistenz des Ziels um 10% bei Treffer für 20 Sekunden. Okay. Resonanzbefreiung Blume im Nebel erhöht nun zusätzlich die Crit Rate um 8%, wenn Altos schwere Angriffe des Tor der Zwiespältigkeit durchquert, wird der verursachte Schaden zusätzlich um 50% erhöht. Das ist auch geil. Tauki. Schaden vom Tauki, Grundangriff und schwere Angriffe wird um 50% erhöht, während der vom Resonanzskills Rocksteady Schild hält. Okay. Geil, geil. Sie ist ja eigentlich auch sie ist eine reine Bufferin, keine Heilerin. Okay, das ist schon krank. 556%. Das heißt, sogar wenn die nur einen Angriff um die 1000 hat, wäre das übelst krass. Ihre Angriffsstats. Gut, ich habe sie auch nicht gelevelt. Gut. Soweit, so gut. Ich gucke nur, was kann ich noch in unserem Store kaufen. Ich kaufe die zuerst, weil die brauche ich später für Shanglis Waffe. Geil, wir können uns direkt wieder 3 neue Puls gönnen. Was hatte ich vorhin gesagt? 55. Das heißt, ich bin bei 65. Das heißt, noch 15 Puls. Die Stats vom Schwert eigentlich sehen. Ah, doch hier. Das Design ist schon cool. Crit Rate und Angriff. Für Verina die Waffe ist auf Maximum. Okay. Ja, für Kalschau habe ich ja sowieso da wollte ich ja eine Änderung vornehmen, da seine Quitrate bei 86% ist. Die wollte ich ja ändern anhand vom anderen Schwert, dass ich dann mein Angriffswert mindestens über 2000 bekomme.
So, die andere Kiste hätten wir eigentlich direkt hier vorne. Das ist hier rechts. Sie sie. Ja, gut, das ist doch Inge. So, dann gehe ich noch die zwei hinteren holen. Ist auf dem Dach. Die andere ist unten, okay. Ich will nicht mehr. So, das waren die zwei Kisten. Ich cleane mal das Bild hier. So, die hatte ich. Dann gehe ich eigentlich hier unten alles noch. Dreht die Seite schon wieder. Ja, es sind nicht mehr so viele Kisten. Wenn ich jetzt eigentlich den Teil noch mache, so es wäre schon viel, wenn ich den Teil hier noch machen würde. Alles, was hier im inneren Bereich ist. Dann würde mir nur noch beim Drachenfelsen noch Sachen fehlen und den unteren Bereich. Ich gucke mal heute, ich gehe zuerst mal hier oben noch cleanen. Das sind noch drei Kisten. Dann gehe ich die hier unten holen und hier. Dann hätte ich wirklich für heute genug gearbeitet. Weil ich muss morgen wieder arbeiten, dafür nicht allzu lange wach bleiben. Zuerst gönne ich mir aber noch eine Kippe. Wir werden maximal, sage ich mal, nicht später als 11 Uhr zocken. Also, bis gleich, gönnt euch eine kleine Pause. Thank you.
sind wir wieder zurück. Hoppla. だといいが。遅い規定も戦争に不可欠。痛みを我が身をまとえ。 求めるつもりはない。 Gehen wir über die Brücke. 何事も素早くいい心がけよ。 何事も素早くいい心がけよ。 Die Glocke hätten wir hier. Dann da oben gibt es noch die Kiste. さようなら。やっはっさあ、行くわ。じゃあ、花よ。
誰が近づいていいってそろそろ終わりにさあ行くわ何事も素早くいい心がけよ。 Hier. Ich gehe mir den Teleporter aber holen. Der ist hier. Nice. Okay. Die Idioten sind richtig hart drauf. Im Untergrund. Aber wo genau? Zurück. Ah,
Hier. Warte. Das kann man. Doch, das ist hier. Das habe ich wirklich nicht gemacht. Ich schaue außerdem in dem Raum. Das heißt, die Truhe hatten wir auch. Da ist es.
Dann das andere ist die Glocke. Das nicht gemacht? Doch. Bevor ich jetzt aber hochgehe, werde ich mir noch hier die Schlange holen und dann noch eine Glocke. So, den hätte ich dann auch. Habe ich den jetzt genug? Oder? Der wäre direkt hier beim Felsen. Oder ich hatte den schon genommen.
Kann natürlich auch sein. Ich hab noch eine Kiste. So. Jetzt gucke ich mal hier oben. Das habe ich gemacht. Okay. Okay. Da ist die Glocke. Hm.
Hat mir Nerven gekostet, der Typ. ターゲット確認。切る。規定も戦争に不可欠だ。
So, mach. Ja, die muss ich aber kennzeichnen, sonst suche ich die wie blöd. Genau. Hab ich gemacht. Sehe wieder, ich mache absolut nicht das, was ich eigentlich geplant hatte. Ist aber nicht schlimm. Egal wie, muss ich jede Schüssel irgendwann sammeln. Ah, hier ist die Schüssel. So, die Schatztruhe hätten wir dann auch. Wir gehen noch weiter hoch. Weil hier ist nur noch eine Schlange geben.
So. Die hatten wir dann auch. Hier oben die Schlangen. Die ist hoch oben auf dem Berg. Das heißt, ich muss hier noch hochklettern. Jetzt auf die andere Seite. Knapp. Wow, das war verdammt knapp. Das sollte hier irgendwo sein. Ah, da. So, die Kiste hatten wir auch. Und dann gibt es eine weitere etwas unten. Das ist hier in dem Bereich. Ich sehe sie. So, die Kiste hatten wir auch. Dann gehen wir uns noch die eine Glocke da holen. Hier soll noch eine Glocke sein. Ah, da ist sie. So, die hatten wir auch. Und geht dann noch die Glocke auf der anderen Seite holen. Etwas mehr Energie. Untermessen. Ah, da gab es ja einen Eingang, glaube ich. Yep. Hier gibt es noch was sogar. So. Dann hatte ich die auch. Hey!
Ash dafür Modify nehmen. Hier noch eine Glocke, die nehmen wir dann auch mit, weil die direkt hier daneben ist. Die wird auf dem Baum sein, oder? Kiste hatten wir auch. Eigentlich gibt es hier auch noch direkt. Kann ich die auch holen? Ist eine einzelne Kiste. Ich hasse diese Eiswölfe, die sind richtig stark. Scheiße, der zieht so viel Leben. Das ist nicht normal. Seine Angriffe sind verdammt schnell. なかなかいいね。何事も素早く、いい心がけよ。 Teilen Damage aus. Was ich wirklich gut finde am Update, also wenn man nicht gerade sich richtig aufgelevelt hat, kommt man hier gar nicht voran. Also es ist schon sehr herausfordernd.
Ah, ich weiß, was damit gemeint ist. Ich verstehe. Schmetterlingen.何事も素早く、いい心がけよ。 Okay, die sind außen. Die blaue. Und die andere ist so hier neben. Auf dem Feldsprung. Gibt es noch eine Schlange, die ich nicht genommen habe? これで私は諦めるとだな。
So, die Schlange hatten wir. Ich werde noch die zwei Kisten holen. Das ist gleich 11 Uhr. Das ist eine Kiste zwischen den Bäumen. Müsste die zwei Bäume sein? Ja. So. Die Kiste hatten wir dann auch. Räumen wir mal auf. Das sieht gut aus. Dann gehen wir jetzt mal hier hin, laufen wir zum Baum und dann zum Teleporter. Ich denke, die Gegend hier wird sich noch verändern. Hier. Ah, da ist. ください。
Ja, Phantomlichtsprecher.
Glocke.以上を求める積もりはない。壊れろ。否定も戦争に不可欠だ。冷静さを失う。捉えた。痛みよ。我が身をまとえ。 行くわ。飽き
Nee, fahr nicht wieder runter. So, die Glocke hätte ich dann auch. Die beiden hätte ich auch. Na, geht es so. So. Noch welche?
Ich hätte hier für eine Nebenquest danach nochmal vorbeikommen müssen. なかなかいいんじゃない？ So, die Kiste hatten wir dann auch. Gehen wir auf die andere Seite. Noch die zwei Kisten holen. Das ist die Kiste, die hier ist. Andere ist auf hier beim Gebäude. Oh.
So, dann hätte ich die auch. Ich will noch die hier schnell holen. So. Die. Wieder ein Hof verprügeln. Nein. So. Die Glocke hatten wir und dann fällt es nur gerade aus nach oben. Hier soll dann andere Kiste sein. Genau. Klären mal die Map. Ich habe sogar mehr geputzt als das, was ich wollte. Gefällt mir aber. Da wir jetzt nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26. Sachen müssen wir noch sammeln. Die Aufgabe ist für morgen. Ah ne, 27. Ich habe da noch eine Kiste verpasst. Naja, die 27. ist an der Quest gebunden. Oh, was kriegt man denn da? Angelegenheit jetzt ein Buch, das am Berg gefunden wurde in diesem weiten in dieser weiten Welt könnte jedes Lebewohl ein Abschied für immer sein. Lebewohl, auf Wiedersehen. Gut,
irgendein Buch. Das heißt, mir fehlen nur noch die letzten zwei. Dann bin ich hier auch fertig. Ah, für den Rover noch jetzt sein letztes. Bam. Sehr schön. Schieße die Ecke heraus oder ein Chunkbang in Haxen ab. Okay. Erledigt. Noch eine wöchentliche abgeschlossen. Ist auch gut. Wie war mal ein Farming? Der war hervorragend. Ich morgen noch fertig sammeln. Kann ich eventuell noch mal ein 10er Pool machen? Oha, bin auf 85%. Und wir kriegen hier wieder eine Belohnung. Können wir uns die auch krallen? Und dann ist Ende im Gelände. Yes, Pionierstufe 10 erreicht. Wieder ein Erfolg mehr. Interagiere einmal mit einem Tier. Öffne 350 Truhen. Ja gut, das kriege ich sowieso nicht fertig, weil da fehlt mir noch eine Gegend. Weil jetzt mit den Truhen, die ich noch dazu komme, komme ich knapp über 300, aber nicht auf 350. Auch für heute. Wir kamen richtig gut voran. Das heißt, morgen schauen wir nochmal den Boss zu machen. Ja, den kann ich mir sowieso zusammensetzen. Das ist nicht das Problem. Und hier ist auch easy, also das kriege ich morgen fertig. Ach so. Ja moin. Ich muss für das Upgrade jedes Mal eine Feder haben. Das ist ja mies. Das heißt, wir müssen den Boss Parma legen. Ich guck mal, ich werde zuerst das hier fertig machen und dann fangen wir mit dem schönen Teil an. Ich war sehr zufrieden mit Ihnen, bis auf die Crit-Rate, die ist übertrieben.
einfach meine Crit-Rate von 100%. Bringt mir aber nicht viel, wenn der Crit-Schaden nicht hoch wäre. Hätte ich jetzt einen Crit-Schaden von 280 mit 100, dann wäre es sehr geil. Okay dann, damit hören wir dann für heute auf. Ich wünsche euch alle noch eine schöne Nacht und wir hören uns dann morgen wieder. We'll be right back.